Neues Jahr, neue Förderung. Das heißt es 2023 auch bei der staatlichen Unterstützung für die Elektromobilität. Insgesamt stehen seit 1. Februar 95 Millionen Euro zur Verfügung. Für Privatpersonen gibt es bis zu 5.000 Euro für die Anschaffung eines Elektroautos, aber auch intelligente Wallboxen und Ladekabel werden gefördert. Die Ein- und Zweifamilienhäuser werden heuer mit bis zu 600 Euro gefördert. Da ist einfach die Grundvoraussetzung, dass es eine kommunikationsfähige Wallbox ist oder ein kommunikationsfähiges intelligentes Ladekabel, wie zum Beispiel unser RNG-Kick oder eben die Wallbox Pro oder Smart, die sind da genauso dazu. Für Mehrparteienhäuser stehen sogar noch mehr Mittel zur Verfügung, 900 Euro für Einzelanlagen und 1.800 Euro für Gemeinschaftsanlagen. Das Paradebeispiel dafür ist die Charge Community vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG. Bei unserer Charge Community, da gibt es einen Zähler, über den läuft der Lost Management, der intelligent ist, der verteilt dann den Strom auf die einzelnen Wallboxen und so ist für jeden Kunden und jede Kundin gesichert, dass er auch zu jedem Zeitpunkt laden kann. Für Unternehmen ist die Förderung zur Anschaffung von Elektroautos in den meisten Fällen weggefallen. Dennoch gibt es auch für Betriebe weiter Fördermaßnahmen. Ja, es gibt auch betriebliche Förderungen. Da ist besonders attraktiv die Förderung, wenn man einen öffentlichen Ladepunkt installiert. Der wird sogar bis zu 2.500 Euro gefördert. Dieser Ladepunkt wird im öffentlichen Laderegister eingetragen. Die Förderungen werden ab sofort vergeben. Alle Links und Infos finden Sie auf www.salzburgag.at.